Also bei 5-0 habe ich gedacht, es ist fertig, oder? Also da habe ich schon gedacht, oder? Aber auch bei 4-0, 15-40, wenn er dann wieder nass macht und zurückkommt und wieder Deuce ist, wenn er dort noch durchkommt, hat er wieder muss ich wieder zwei Games gewinnen, und schon nur eins, oder? Ich habe nicht zwei, drei Breaks, sondern zwei. Und das kann auch noch wieder eine Rolle spielen, wenn ich gerade ein schlechtes Game spiele, nachher oder schlecht anfange. Also von dem her ist es wirklich erst dort. Ich dachte, okay, und dann hat er auch ein bisschen nachgeladen, ist schon nicht mehr ganz so spritzig im letzten Game. Und dann habe ich schnell einmal gemerkt, wenn ich jetzt so solid spiele, dann komme ich durch. Ne? Noch kurz noch, wie viel gibt es der Sieg dir gegen ihn, meine, wenn er jetzt im nächsten Jahr wieder spielt? Also hast du das Gefühl, was kann dir das geben? Was macht das locker? Ja, es hilft sicher, oder? Ich meine, es hilft mir sicher mehr, als dass man würde, wenn ich würde verlieren, wäre es sicher nicht gut, oder? Also weniger gut, das ist eh klar, oder? Und es gibt mir sicher Selbstvertrauen und Motivation, dass ich eben Sachen richtig gemacht habe in den letzten paar Monaten und so weiter. Und dass ich eben stark aufspiele Ende Jahr und er nicht. Macht vielleicht ihm Gedanken, mir auch vielleicht, oder? Dass ich, was man alles könnte verbessern, vielleicht im Hinblick auf nächstes Jahr. Und, plus, einfach denkst du einfach sagen, okay, es war einfach mal eine Tagesform gewesen, oder? Egal wie du es analysierst, es wird einfach immer positiv. Und das ist mal etwas Schönes. Es war nicht immer so gegen ihn. Ich bin schon viel mal als Verlierer auf dem Platz gegen ihn. Und ich habe manchmal nicht auf meinem besten Belag immer gegen ihn spielen, oder? Weil es ist doch immer häufiger auf Sand gewesen. Und darum freut mich das natürlich, dass wenn ich jetzt in der Halle gegen ihn spiele, wo ich fast favorisieren bin, dass es mir dann so glatt gelingt, ihn zu schlagen, ist natürlich ein schönes Gefühl, oder? Aber für mich geht das Turnier weiter und ich hoffe, dass es für ihn auch gut weitergeht. Ich weiß es nicht, oder? Jetzt die Konstellation ist, aber ich nehme an, wenn er gewöhnt ist, auch weiter. Und darum bin ich jetzt gespannt, wie er darauf reagiert. Aber für mich könnte es nicht besser kommen, ist klar, so ein Sieg. Roger, eine andere Frage. Wie viele Schläge hast du auf den Platz genommen? Wie hart hast du entspannt? Aus Finsters generell, aus dem privaten Bespannungsservice hast du? Also ich habe immer 12 Schläger in der Tasche und 9 nehme ich mit auf den Platz, wo neu bespannt sind. Und die sind jetzt hier zwischen 22,5 und 23,5 bespannt gewesen, oder? Manchmal 5 gleiche, manchmal mehr, oder? Aber es wechselt immer. Jetzt bin ich immer härter geworden. Umso schneller es wird, umso härter gehst. Umso länger der Belag ist oder die Bälle sind, umso weicher gehst eigentlich. Das heisst, in Paris habe ich noch ein bisschen weniger hart bespannt. Und der Vorteil von einem privaten Bespannungsservice zu haben, ich meine, ich bin ja nicht der einzige Bespanner, für den Fisch und den Melzer und den Murray und den Djokovic auch noch. Also von dem her, die mache ich auch viele auf der Tour. Und das Gute ist auch, dass an anderen Masters 1000 und Grand Slams und World Tour Finals sind sie dabei. Und dann kannst du so viel bespannen wie du willst. Und manchmal bespanne ich zu 700 bis 1000 Schläge pro Jahr. Also wird schon viel. Alors, tu vas vite entre les points, tu organises ça aussi, tu prends pas beaucoup de temps. Est-ce que c'est pour c'est ton rythme ou c'est pour profiter aussi d'un avantage physique? Garder le rythme. Non, je trouve quelquefois ça traîne de toute façon un peu trop sur le terrain, honnêtement. Après un ace, pourquoi aller chercher la serviette pendant 2 minutes, choisir 5 balles et derrière revenir et faire le prochain point, quoi? Alors, je joue un rythme normal, je trouve. Après, d'accord, ça va un peu vite de temps en temps, mais l'adversaire peut quand même me dire aussi si c'est trop vite, mais j'ai l'impression, rarement, l'adversaire me dit que ça va beaucoup trop vite. Je trouve quand même que je l'attends toujours. Alors, c'est pas du tout un truc tactique. C'est vrai, quelquefois, quand il y a des longs échanges, au lieu de se prendre énormément de temps, c'est là où tu peux peut-être quelquefois jouer un peu plus vite, parce que c'est quand même l'adversaire qui doit jouer au rythme de l'autre qui sert. Alors, quand l'autre il prend beaucoup de temps sur le service, bah, tu fais aussi attendre. Alors, c'est un différent rythme. Alors, quelquefois, tu peux faire un peu ce genre de choses, comme par exemple, je l'ai fait contre Gilles Simon à l'Open d'Australie. Parce que lui, il aime jouer très vite aussi. Et je dis, bon, allez, on voit qui est plus fit, plus fort. Et pour finir, je ne peux pas dire que c'était moi, mais en tout cas, c'était ultra physique. Et c'était sympa de jouer comme ça aussi. Roger. Connors disait que lorsqu'il était in the zone, il voyait la balle de tennis grosse comme un ballon de football. Est-ce que ce soir, tu voyais la balle grosse comme un ballon de football? Oui, c'est vrai. À un moment donné, j'ai senti que
le revers, je pouvais le jouer en lift, en slice, en à plat, long ligne croisée, la cour droite, la même chose, service. Chaque fois, je tapais les coins comme je le souhaitais. Et j'ai pu le faire douter sur quasiment toutes les balles. À un moment donné, il ne savait plus où y aller. Et ça, c'est rare, quoi, surtout contre un joueur de la classe de Rafa. Alors, je suis vraiment très content de cette performance. Et c'est vrai que c'était un de ces rares moments où vraiment tu sens que il y a presque un moment donné plus rien qui peut t'arriver. C'est sympa de le vivre contre lui, surtout.